gucken jetzt einfach mal, wo sich Kev hinsetzt. Und jetzt ist es sein Tammo dran. Danach glaube ich, der Tyrande, der seine Runde startet. Ich bleibe erstmal mit Tammo. Hoffentlich war das nicht ungültig für Kev. Neue schnellste Runde! Sehr stark. Von dem Spinmaster Tammo auf 5. Nochmal rausholen, es wird eine neue schnellste Fragezeichen. Jawohl! 12, 3, 8, 9. Ja. Erstmal Kev, das ist eine starke Runde. Das ist eine neue schnellste Runde! Heieiei, was ein Qualifying. Kev mit der Pole. Unglaublich. Ich sitze hier und kann es nicht glauben. Der Spin Master zerstört alle. Er zerstört Tammo, er zerstört Toni, er zerstört den Vize-Weltmeister und Superfake. Aus der F2, der Vize-Weltmeister. Eieiei. Jetzt, wenn er es jetzt im Rennen umsetzen kann, ne? Dann ist er der neue Gott. Die schlechte Startposition im Qualifying lässt sich dadurch begründen, dass ich zu lange gewartet habe, nochmal rauszufahren und dann es nicht mehr geschafft habe, noch eine saubere Runde zu setzen. In der Season 7 auf die 5 roten Lichter, die hoffentlich synchron sind, wenigstens auf der Anzeigentafel. Und ja, sie sind synchron. Jawohl, es geht los. Guter Start. Direkt von Heinz C, der direkt an Superfake vorbeigeht. Kev führt in die erste Kurve an. Heinz C muss weit raus. Jetzt muss er ihn nur Platz lassen. Haben sie überlebt. Bis jetzt haben alles überlebt. Jetzt bitte kein Flügelschaden holen. Tammo verteidigt sich stark. Mal gucken, weil da Superfake Off-Track war. Zu dritt. Oi, zu dritt. Zu dritt. Da muss der Toni Off-Track. Wir bleiben mal bei ihm onboard. Jungs, passt auf euch auf. Passt bitte auf euch auf, bremst früh genug! Da und ist Flügel, ja. Und ich glaube, es war auch nicht einsatz, da kommt Tatios Problem und haut direkt auf den Schleif mit raus. Nach dem Start bin ich gut vorgekommen, doch hat mich ein Missgeschick auf Platz 18 getötet. Virtual Safety Car, bitte beruhigt euch da vorne, Chris! Uiuiui und Schreiner! Ich habe mich dann im Rennverlauf durch eine gleichmäßige Pace wieder nach vorne gearbeitet. Bestandsaufnahme, YTC Aviti Conti, vor 1 die, Kev auf 3, der 7 auf 4, 5 der Toni. Und ganz viele Flügelschaden wahrscheinlich. Ich denke mal so 5, 6, 7 Autos werden schon in die Box müssen. Ja. Auf jeden Fall beide Red Bulls. Goldi, der große Sieger von Runde 1 mit 8 Positionen gut gemacht. Ganz ja. Ich bin dann nach diesem Unfall in die Box rein, habe alles nochmal repariert, bin dann sauber und durchgehend mit gleichwertigen Rundenzeiten immer weiter nach vorne gekommen, da andere dann ihre Stops gemacht haben. Gegen der Toni nebeneinander Richtung Kurve 8, so viel wie ich weiß. Superfake bremst spät, kleiner Verbremser von der Toni, aber Superfake macht stark die Position wieder gut. Gelbe Flagge. Kev, nein! Vettel! Nein! Und oh, das Spinmaster schlägt wieder zu. Ich hatte gedacht, es hat sich gelegen, aber nein! WRS ist offiziell freigegeben. Ja, und das erste Rennen in Deutschland ist immer ein ganz besonderes Rennen in der YTC. Ja, es war ein sehr chaotisches Rennen, muss man fast sagen. Also die erste Phase lief ziemlich normal ab und dann kam eben nach dem Boxenstopp ein Safety Car raus. Okay. Langsam schließt Superfake auch ein Ziel auf. Na, ich konnte die. Macht da weiter, wo er Saison 4 aufgehört hat. Hat einen Cut gemacht. Ich glaube, das wird jetzt nicht schön für Heinz Hese. Ja, da ist Superfake ganz nah dran. Sie lange gerade. Also ich wäre dafür, dass einfach Superfake dahinter bleibt, weil dein Tipp richtig wäre. Aber ich glaube, dass er denkt sich, nee, ich gehe vorbei und hab Bock, das Rennen hier wirklich in Angriff zu nehmen. Ja. Vielleicht kann er auch in Richtung Ramchi Conti ein bisschen aufholen. Da gibt es die gelbe Flagge, da ist es. Ja. Charlie hat gerade so geil gekontert. Da hat er wirklich seine ganze Klasse gezeigt. Er wurde. Mal gucken, ob jetzt der 7-Doppelzug-Opfer fällt von Pim Jim.
Da haben wir schon beim letzten Saison in Saison 4 einen Massenquetsch gesehen. Oh, er geht doch nochmal dafür zu dritt. Die parken sich alle gegenseitig. Und Leonardo sagt, danke, ich gehe da vorbei. Kein Problem, ich nehme Platz 4. Klar, wenn ihr mir gibt. Na bitte bei dem Driver, okay? Danke sehr. Super Fake, Amici Conti und Jo. Ja. Also erstmal geht Leozaru an Toni vor. Oh, Amici Conti wird da Jogo zweite, sehr weit zur Inside. Und der geht da, so wie es aussieht, an beiden der vorbei. Oh nein, Super Fake an allen vier, an allen drei. Boah. Super Fake geht an allen drei vorbei. Ui. Ui. Und da dreht sich der McLaren in die Wand und der 7 wurde da ein bisschen angestupst, sag ich mal. Oh Gott. Und das sollte Safety gegebenenfalls sein. Weil wenn er gestorben wäre, dann auf jeden Fall, aber so. Gestorben. Wenn ihr euch keine gute Hand hier euch seid, danke. Richtung Kurve 8 ist das, glaube ich, da macht Schreiner zu, aber das ist halbwegs erlaubt, sag ich mal. Boah, Charlie. Charlie auf dem Bauch. Was krass, oder wird gedreht und raus! Oh, Charlie ist raus! Und das dürfte jetzt wieder ein Safety Car geben. Sorry, Mama. Safety Car. Ja. Safety Car und das ist... Voll das. Wie gut ist das für Leozaru? Wie gut ist das für Leozaru? Uiuiuiui. Wo ich dann meinen Stop machen wollte, kam dann zufällig eine vollwertige Safety Car Phase. Ich bin dann rein. Hab meine Reifen gewechselt. Und es geht wieder los. Michel Conti wartet auf den richtigen Moment, um Gas zu geben und gibt jetzt Vollgas. Keine Gefahr jetzt von hinten für ihn. Mal schauen, wie es sonst aussieht. Und nicht nur eins, sondern gleich drei nacheinander. Das hat das ganze Rennen auf den Kopf gestellt. Ich habe aber an jeder Stelle die richtige Entscheidung getroffen. Habe die richtigen Reifen aufgezogen und konnte dann auch nach dem Restart jeweils die Pace einigermaßen zumindest mitgehen. Jetzt haben wir zwei Positionen gut gemacht. Und ich und den Näher haben gerade P2 und 3 richtig. Oh, das ist der Safety Car. Komm, jetzt aber reingehen, Jungs. Jetzt nochmal reingehen. Das wäre. Ja, also ganz ehrlich. Zeit gewinnt hin oder her, und wenn du jetzt nochmal reingehst und dann wieder irgendeine Scheiße hinten passiert, dann wäre ich lieber ganz, ganz weit weg da von dem Chaos. Na, wieder Gas. Ich krieg nochmal Kanuta hin. Oh, da ist ein Frontflügel, da ist ein Frontflügel geflogen. Ich glaube von Nick oder so. Leozaru gibt tatsächlich sehr, sehr früh Gas. Hat er sehr gut gemacht. Mal gucken, ob wieder irgendwo. Da vorne alles clean bis jetzt, aber ich glaube, bei da hinten könnte es wieder eng werden. Und Goldi geht dagegen, Tabo außenrum. Oh, Jungs, Alter! Berührt sich da aber alles im grünen Bereich noch. Goldi kommt da weit raus aufs Gras. Kann das Auto umfackern? Oh, Goldi auf dem Gras! Oh, Goldi nicht, das ist richtig. Aber alles in allem konnte ich dann recht zügig durchs Feld durch, weil sich das Feld gegenseitig eliminiert hat. Habe aber leider dann, wie schon anfangs erwähnt, die 10 Sekunden Strafe bekommen, da ich am Anfang halt diese virtuelle Safety Car Phase nicht schnell genug realisiert habe und halt einen Auffahrunfall verursacht hatte. Wenn ihr zu dritt in die Kurve gelabert nicht. Zu dritt in die. Als wenn. Oh. Und Nick geht vorbei. Tabo. Nee, Tabo geht da gerade raus nochmal. Alter. Oh, Nick. Wie geht er auf einmal mitten in der Kurve vom Gas? Hat da sein Teamkollegen. Hat ihn da erwischt und Tabo geht da vorbei. Karl, geht's in die letzte Runde. Die beiden Toros holt sich da. Ganz souverän vorne, mal schauen, wer es da machen kann. Jetzt sind wir gleich noch zu Wettbewerb. Oh ja. Wir müssen jetzt alles überlegen, nichts verpassen jetzt. Superfake könnte jetzt für die Führung gehen, also da werde ich erstmal ein bisschen drauf schauen. Die Leute haben wohl das zu weit, das zu weit. Aber der Toni vielleicht dann, ja, eins. Wer kann ihn rein? Oh ja, oh ja, oh ja. Bessere Reifen. Der geht ihn rein, der bremst auch später jetzt nebeneinander. Oh ja, Switchback. Wir zeigen das Ganze. Vielleicht
Und für mich war ganz entscheidend zu schauen, dass ich keine Strafen sammle, keine Verwarnungen sammle, weil ich genau wusste, die vorne werden das sowieso irgendwann tun. Und am Ende eben nah genug dran zu bleiben, dass es dann so knapp reicht für einen Auftaktsieg. Ich glaube, es waren 34.000, ist natürlich überragend. Da hätte ich auch nicht mit gerechnet, als ich über Station gefahren bin. War sehr überrascht, dass da dann die 1 stand vor meinem Namen. Superfake auch. Superfake wird auf 2 zurückfallen. Und dann gewinnt! Oh, oh, mit 34.000! Ja, ja, ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt! Alter! Das ist wie in der letzten Saison, als Janne gewonnen hat. Und weißt du, wisst ihr was? Der hat zu mir gesagt, ich möchte die Saison nie gewinnen. Niemals, niemals. Guck mal, wie knapp, was war das für ein Rennen? Aber das war, glaube ich, insgesamt ein sehr, sehr gutes und sehr erfolgreiches erstes Rennen für mich, aber auch für Alfa Romeo als Team. Beide WMs sind ja jetzt erstmal nach dem ersten Rennen in Alpha-Hand. Mal gucken, wie lange das so bleiben kann für die Saison. War auf jeden Fall ein starker Auftakt und für mich persönlich auch ein sehr starkes, wenngleich auch natürlich chaotisches Rennen im Insgesamten. Gleich als erstes über die Startziellinie. 1-1-2 Heinz Tietz, 2 Zehntel langsamer. Superfake direkt dahinter. Jetzt kommt die Schlange. Der Toni auf 1. Schneller. Unser Ruf 2 und jetzt kommt Schneid auch nicht weit weg, aber. Was macht Schneider? Schneider geht in die Box. Also ungültig. Ungültig. Ich glaube, das war's. Damit der erste Run. Ja, ich glaube auch. Der Toni wieder genau und zählt, also die sind heute so genau, ich weiß nicht, was da los ist. Also ich bin das Rennen von der Pole aus gestartet, wusste, dass meine Pace im Ring sehr gut war aus den F2 Saisons, weshalb ich davon ausgegangen bin, dass ich das Ding ganz einfach nach Hause schaukel und das einfach von vorne wegfahren kann. Ich hatte aber einen schlechten Start. Das werden wir alles gleich sehen. Wir warten auf Herr Gabel. Und? Na, konnte da noch ganz gut aufholen. Ich bitte euch nach hinten, was Goldi und Rafa Gabel machen. Ja, aber Rafa Gabel hat da schön, wenn man da schaut, hat da schön Platz vor sich. So, irgendwo nicht der Gegner. Das ist der Startlicht-Bug, also ja, die Lichter gehen an. Jetzt gehen die 5 roten Lichter an. Jetzt geht's bei denen an. Wir sehen es leider nicht und müssen einfach warten, bis der Toni losfährt. Jetzt geht's los. Das zweite Saisonrennen ist gestartet. Oh, Toni rutscht weg und dann kommt unser Ruf gut. Start. Von vorne, ich schau mal von hinten an. Ja, das ist an. Chris dreht sich weg mit Flügelschaden. Sonst ist ja alles ganz gut. Holt sich die Führung. Oh, Goldi, Britta, Busi. Ui, jetzt geht's raus aus auf die dritte Kurve. Die vierte Kurve ist es, genau. Aber Heinz und der Toni nebeneinander werden. Der Heinz wird ein bisschen ausgedrängt. Oh, das ist gefährlich. Aber. Der unser und der Tambo. Die waren halt aber wieder Heinz, die geht da innen auf dem Gras so halt an Toni vorbei. Toni muss jetzt aufpassen, dass er sich fängt und nicht noch weiter Position verliert. Kommt da zurück außenrum gegen die Heinz. Rad an Rad. Was ist das für Racing? Halleluja. Wird ein Heinz angestoßen und dreht sich fast weg. Boah. Aber wunderschön aber hier durch die Rechtskurve. Wodurch ich einige Plätze verloren hatte. Dann hatte ich einige gute Kämpfe gegen Superfake und Heinz D. Naja, wenn der Toni jetzt an unser Ruf vorbeigeht, haben wir schon wieder 4 Punkte. Ist. Was ich gerade fragen wollte, jetzt hat sich der Abschnitt hier aktualisiert. Heinz D und Superfake. Superfake hat einen besseren Ausgang, aber. Sie scheint hier die Macht auf der Grad zu sein. Und fahren schon 1,21. Ja. Geht innen rein, mal gucken, ob das reicht. Über Fake innen, Heinz C. Rechts wert den besseren Ausgang auf die eigentliche zweite DS-Grade. Starkes Racing und Heinz C. bleibt erstmal vorne. Jetzt kann vielleicht der Toni dadurch profitieren. Oh, die Außenkamera ist gerade sein Heckflügel, deswegen bleiben wir mal on board. Goldi schon mit der ersten Strafe. Das war starkes Überholen oder von Toni. Ja. Sehr riskant. Aber vielleicht kann Heinz. Superfake im Kleingürtel, ja. Vielleicht kann der Toni jetzt sogar Superfake angreifen.
sieht nämlich nach einem bisschen nach einem Überschuss aus. Ja, ja, das könnte reichen. Geht nach außen. Bremst spät, aber bremsen gleichzeitig quasi. Sind immer noch nebeneinander. Toni jetzt ein bisschen nach hinten, hat aber die Innenseite. Wenn Jan jetzt gut ausgewischt, kann er vielleicht beide bekommen. Jan drückt der Toni ein bisschen nach außen. Ornstein bleibt draußen, auch mit Flügelschaden. Versucht jetzt hier zu kontern, muss zur Außenseite. Reicht aber erstmal nicht. Starkes Race, konnte da immer so sagen. Boah, das ist wirklich wunderschön dazu zu schauen. Oh, aber eins verbrissen, ein bisschen Kurve 1. Toni kann jetzt hier mit einem Slingshot-Effekt aus der Kurve, kommt besser raus. Ist schon neben Jan beim Ausgang fast. Hat jetzt aber die Außenseite für diese Kurve. Muss schauen, dass er da am besten schon vorbeikommt, bevor es in die Kurve geht. Ja, und Jan steckt da zurück. Toni stark überholt. Bis ich dann irgendwann in meinem Rhythmus war und mich von denen lösen konnte, dann bin ich auf Tamro aufgelaufen. Dieser war auch ein guter Gegner, aber ich konnte ihn auch überholen und konnte ihn auch einen Abstand ausbauen. Und wer hat jetzt den besseren Ausgang ohne Quersteher? Beide nicht nur try hard, sondern auch hard. Mann, ey. Aber ah, super fake! Ich denke mal, hat leicht grün von mir geschaut. Oder gar keinen. Kein Strategiesplit bei den Alphas. Jetzt der Toni. Er kommt angerollt. Ordentlich schneller. Ja, neue Station von super fake. Bleibt aber erstmal drin. Ja, und Toni geht da vorbei an Tamo. Ah, Tamo vielleicht mit dem besseren Ausgang. Ah, der Toni schärft ja gerade, ne? Boah, Tamo, mit dem Drift durch die Kurve. Ist mal gefährlich, aber so wollen wir es sehen. Ja. Ja, Michi Conti gibt ein Lebenszeichen von sich. Live. Vergabe gegen Kurve. Oh, Rafa kann was probieren da. Und ist mir dabei. Dann sind alle an die Box gegangen, inklusive mir. Und nachdem dann alle aus der Box rausgekommen sind, also ihren Pflichtboxenstopp erledigt hatten, hatte ich dann gemerkt, dass ich vor Leo Saru bin auf P1. Dann war aber das Problem, dass ich gemerkt habe, dass meine Reifen nicht zum Ende reichen würden. Weshalb ich dann trotzdem probiert habe, sie irgendwie zu strecken, indem ich im Infield sehr langsam gemacht habe und auf der Geraden gepusht habe, um nicht überholt zu werden. Das habe ich dann bis zu einem bestimmten Punkt durchgezogen, nämlich den Point of No Return, also an dem letzten Punkt, wo ich noch an die Box gehen konnte. Nils Schmied 5 Sekunden und da ist Gelbe Flagge. Ich glaube, das war Goldi, der vorbeigelassen. Ja, wo das war dann. Irgendwie sehr weit raus war. Ja. Deswegen, der Toni ist extrem schnell auf der Geraden. Aber jetzt könnte es vielleicht wieder reichen. Leo Saru, come on! Come on, er geht zur Innenseite, traut er sich, letztendlich den Move zu machen. So, der Toni. Oh Gott, Kameraführung muss gelernt sein. Oh. Ja, Saru erstmal vorbei, stark gemacht. Aber der Toni, wissen wir, ist schneller auf der Geraden und kann zurückkommen. Nee, aber nein, er macht nicht den Ferraris aus Brasilien. Der Toni kommt zurück. Ah, Leo Saru außen. Natürlich ein bisschen mehr Grip, beide bessere Reifen. Oh, das reicht für den Moment. Stark gemacht. Ja. Dann bin ich in die Box gegangen, hab mir frische Reifen noch geholt und bin dann gepusht. Hab die schnellsten Rennrunden gedreht, musste jedoch an Augenschlag und an die vorbei. Kaffee hat seit dem Boxenstopp 9 Sekunden auf Vollstand drauf. So, jetzt tut's mir leid für Augenschleid, das hat sich ja gereimt. Und Saru nochmal mit der nächsten Strafe. Damit ist er jetzt schon, dann muss Jan nur noch 2 Sekunden rausfahren, dann kann er da nochmal für den Sieg. Ja, der Toni geht jetzt erstmal vorbei. Kann Jan seinen zweiten Sieg holen, das wäre was. Das denn, ey. Als ich dann an diesen beiden Fahrern vorbei war, hatte ich dann das Glück, dass ich gemerkt habe, 2 Runden vor Schluss, dass Saru 8 Sekunden Zeitstrafe hatte. Und ich dann endlich dann verstehen konnte, dass ich das Rennen gewinnen konnte. Heinz hat aber gerade richtig Probleme. Ja, Heinz hat richtig Zeit verloren und nach vorne. Ja, ist aber auch schon auf 17 Runden halt Medium. Nee, nicht Medium. Also und jetzt so bleiben! Wenn ihr jetzt so bleibt, küsst ihr eure Augen.
Hast du es genauso getippt? Ja. Oh Mann. Bitte safe. Jetzt! Virtual Safety Car oder so. Und Tammo auch! Tammo abgeflogen! Oh, Tammo raus! Nein. Tammo und Goldie! Tammo und Goldie sind gecrashed! Uiuiui, da wird sich Tammo noch aufregen. What the heck? Wo? Auf der Geraden? Und das als erstes einen Rennsieg so zu werten in der F1 im Regen, das macht mich sehr stolz, um zu sehen, wie meine Pace ist. Ja, er hat die 5 noch, er hat die 5 noch. Komm. Hoffentlich hat der Jan jetzt nicht voll viel Strafen. Der Jan hat keine Strafen, so wie es aussah. Ja! Meine G, super Fake auf 4. 6 Punkte! Genau so muss es aussehen. Nach 2 Rennen 10 Punkte, so viel besser geht nicht. Und Arenstein verliert den Platz von Avicii Conti, der holt sich den 6. Herzlichen Glückwunsch trotzdem. Also herzlichen Glückwunsch trotzdem an der Toni, stark gefahren. Das ist echt unglaublich, wirklich. Und nochmal vielen Dank an Heinz D und Superfake für diesen genialen Kampf am Anfang. Und natürlich vielen Dank an Leo Saru für diesen Kampf in der Mitte des Rennens, weil sowas erlebst du nicht jedes Rennen.